Fitnessstudium kennengelernt und wir sehen heute für euch im Handgame for Love von Adele. Großartige Soulstimme hat uns auf jeden Fall verdient, hat der Hammer zu werden. Und weil Tobi einfach ein super grandioser Gitarrist ist. Und jetzt viel Spaß. Viel Spaß. Das ist das erste Mal, oder? Auf einer so großen Bühne. Wie siehst du den Abblick? Da sind die ganzen Schilder und da hinten sind die Menschen, die ihr noch überzeugen müsst. Die da vorne habt ihr schon. Wieder soweit sein. Das wäre ja das nimmt sie, ne? Ja. Dann Kunstfühl. Nicht schlecht. Geschafft. Wollt ihr nochmal oder?
Und auch können wir die Jury beeinflussen. Wenn ihr sagt, das reicht uns jetzt, dann brauchen sie weniger Publikum. Ja, wir wollen nochmal. Geht gar nicht. Dann schauen wir mal. Also, wenn ihr es schafft jetzt in die Top 3, dann seid ihr gleich nochmal da. Paint. Beraten sich noch. Es dauert immer länger bei den beiden, weil da müssen ja zwei Meinungen zu einer zusammengefasst werden. Gut, dass ihr nicht zu dritt heute da seid, aber einer ist unterwegs, ne, im Süden Deutschlands. Ob wir mit Markus anfangen? Ich glaube, der hat schon eine Entscheidung, oder? Ja, da habe ich immer eine Entscheidung. Also Casey, ist das so dein Künstlername oder Spitzname? Casey? Katie. Katie. Ja, ich lese gerade so einen Roman, der heißt so ähnlich. Das war eine tolle Performance, toll diesen Song interpretiert und weil es halt ein fremder Song ist, du bist jetzt die 7, na gut, dann gebe ich die 8. Da waren die 8, also 8 Punkte von Markus. Paint, habt ihr eine Entscheidung gefunden? Ja. Also wir haben gerungen. Also erstmal auch hier ganz, ganz tolle Stimme. Es blitzte dieser Tremolo mittendrin auf. Mach das alles öfter. Also geh noch mutiger ran. Du hast die Stimme. Es ist tierisch aufregend hier. Wir haben genauso hier gestanden und gezittert und da fällt es einem schwerer. Aber ganz, 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 ganz stark. Auf jeden Fall. Stichwort, weil die anderen, wie gesagt, im eigenen Sinn vorzustimmen, eigene Songs mit haben. Da muss man schon irgendwie so eine extra geben oder irgendwo bei euch dann halt was abziehen. Und ich fand, du kannst noch ein bisschen, es ist das erste Mal wahrscheinlich vor so vielen Leuten hier, du kannst da noch mehr das Publikum mitnehmen. Also du kannst noch ein bisschen mehr machen mit deiner Performance, finde ich, auf der Bühne. Und da will ich jetzt auch noch einen Punkt abziehen, deswegen komme ich am Ende auch raus bei Svenja. Fliegt sie schon runter bei 8. Bei 8 Punkten. Kommt einmal mit mir mit nach vorne, weil es hieß ja vorhin, man muss auch das hier vorne ausnutzen. Ja, das habt ihr eben auch nicht so, damit ihr einmal eure Fans aus der Nähe seht. Denn vielleicht ist es für euch gleich auch nach Hause. Oder es ist ihr macht weiter. Hier sind sie. Das tut mir leid, aber genießt es einmal, ganz klar. Gibt's noch keine Tränen, Maja. Bei dir doch, oje, jetzt zu uns auf die Bühne kommen, Maja, bringt sie dir das Zahlen, was bedeutet das Zahlen? Tobi und Kati, wir kommen hier aus Flensburg und wir haben die Nummer 69. Never would have hitchhiked to Birmingham if it hadn't been for love. Never would have called the train to Louisiana if it hadn't been for love. Never would have run through the blinding rain without $1. Never would have seen the trouble that I made if it hadn't been for love. Never would have gone like a werewolf dreamed if it hadn't been for love. Nobody knows it better than me. I won't be wishing I was free if it hadn't been, if it hadn't been for love. Four cold walls against my will. At least I know
back to Birmingham if it hadn't been for love. Never would have called the train to Louisiana if it hadn't been for love. Never would have loaded up a 44 and pumped myself.